distant future of 1999. A global fuel shortage has ravaged civilization. Nice ride. But instead of going green, have you seen the engine? We went red. The fuck? These cars run on human blood. Have you seen gas prices lately? Midnight Grindhouse presents Blood Drive, a twisted new series almost too depraved for cable TV, where a violent vixen and a Ken doll cop compete against psychos in a deadly race for the... No one cares about story. We told you that. Yes. What the fuck, man? Blood Drive, where every week promises a new Grindhouse inspiration. Cannibals. Keep them coming, Daddy. Monsters. Cults, lawmen, nymphos, and Amazons. Why are hot girls always so mean? First, you'll question your eyes, then your sanity. My God, it's disgusting! Gentlemen, ladies, lunatics. Racist to your mark! Feed your engines. Blood Drive. Good show. Love the ending. In der fernen Zukunft des Jahres 1999. Die Welt ist vor die Hunde gegangen. Es gibt kaum noch Öl, Wasser, Nahrung. Die gesellschaftliche Ordnung ist zusammengebrochen. Die USA existieren nicht mehr als Staat. Die Benzinpreise sind geringfügig überteuert. Es gilt das Gesetz der Straße. Und da sind eine ganze Menge durchgeknallte Typen unterwegs. Beim Blood Drive, einem brutalen Straßenrennen um einen Gewinn von 10 Millionen Dollar, fahren Autos, die mit Menschenblut angetrieben werden. Ja. Die Serie Blood Drive, gedreht in Südafrika und auf Sci-Fi gestartet im Juni 2017, ist dreckig, gemein, gewalttätig, sexy, ausgeflippt und sehr, sehr blutig. Man kann nicht anders, als daran großen Spaß zu haben. Blood Drive imitiert natürlich den Stil der 70er Jahre Grindhouse-Filme mit Sex und Violence, absurden Plots und ohne Rücksicht auf zart Beseitete. Das kennen wir natürlich auch aus dem Kino von Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Rob Zombie oder George Miller mit Mad Max. Das ist auch überhaupt kein neues Phänomen, dass Erwachsene sich gerne auf so drastische Weise unterhalten lassen. Das geht von den Gruselkabinetten der Jahrmärkte über das Pariser Grand Guignol bis zum Horror- und Exploitation-Film, dem hier gehuldigt wird. Ja, ist es zynisch, an so etwas Spaß zu haben. Das Ganze funktioniert ja nur, wenn wir diese Werke nicht als Reflexion eines tatsächlich möglichen Weltuntergangs, der ja vielleicht tatsächlich unmittelbar bevorsteht, empfinden, sondern als abenteuerlichen und lustigen Spaß für die ganze Familie, während wir selbst auf dem bequemen Sofa sitzen und Popcorn mampfen. Die Sicherheit des Zuschauers ist jederzeit gewährleistet. Was man von den Figuren im Film nicht behaupten kann. Das ist wohl wahr. Ja, du hattest es erwähnt, Rodriguez und Tarantino, das war auch mein erster Gedanke, nämlich Death Proof und Planet Terror, die lassen nämlich grüßen. Ist auch schon 10 Jahre her. Ja, ja, in der Tat. Und ja, wie du, ich kann es so unterschreiben, hat einen riesen Spaß gemacht. Und das ist ja eben das. Diese Serie soll ja eben keine, ich sag mal, keine soziologische Abhandlung sein, ganz mit einer politischen Lösung für den Zustand einer Dystopie. Das ist ja hier nicht der Fall, sondern die Dystopie ist da, die Welt ist im Arsch, okay, lass uns da rausgehen und Rock'n'Roll machen. Und das ist hier der Ansatz. Und das machen die einmalig. Und das ist auch das, was den Spaß macht, weil das ist so überzeichnet, so überzogen. Absurd, ja. Auch alleine, wenn du siehst, der Motor und dieses, wie das Blut spritzt, dass es eine wahre Wonne ist, das ist einfach nur zum Niederknien komisch. Top Entertainment. Und ich hatte sofort Bock, Binge-Watching ist angesagt, bitte alle Folgen hintereinander, am besten um Mitternacht im Autokino. Mal sehen, wie das weitergeht. Es ist, Tarantino und Rodriguez haben damals ja dann tatsächlich nicht jedes Jahr noch einen neuen Grindhouse-Film nachgelegt. Von Blood Drive wünsche ich mir das tatsächlich, solange es originell bleibt. Ja, ich wünsche mir immer wieder verrückte, ganz neue, originelle Einfälle.
auch, dass die Hauptfiguren nicht zu gut gezeichnet werden. Da besteht durchaus eine gewisse Gefahr. Ich hoffe, das ist keine berechtigte Furcht. Da gibt es den Cop Arthur, das ist so ein klassischer Good Guy. Mhm. Ja, und seine blutrünstige, unfreiwillige Partnerin Grace ist eigentlich eine Gute. Sie will das Geld gewinnen, um ihrer Schwester zu helfen. Also ich hoffe, dass den beiden noch jede Menge unglaubliche Dinge zustoßen. Das Popcorn steht bereit. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.